Jetzt wurde ich abgeschossen. Also was machen wir hier? Heute haben wir uns was Spezielles ausgedacht. Und zwar, wenn wir heute mal so ein Outdoor-Training machen, da man ja kein Fitnesscenter benutzen kann. Und deswegen sind wir jetzt auch da, bei unserer Lieblingslocation. Und wir suchen uns richtig große, fette Flusssteine, die wir vom Boden aufheben und schultern werden. Ja, also das ist unser Lieblingsplatz im Sommer. Da gehen wir natürlich auch baden, aber jetzt ist es noch ein bisschen zu kalt. Also für ihn natürlich nicht, das weiß ich. Und sag's mal eins, Leute, wenn ihr kaltes Gewässer liebt, dann geht's da rein. Ja, unbedingt. Das ist die Keller. Wie viel ist das gerade im Sommer? 16 ungefähr? Ich glaube schon, dass es 16 Grad ungefähr hat, ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Grad, also überall wieder drinnen, aber ja, du auf jeden leider Fall. Meine Bodyhosen vergessen. Ja. Naja, da gehen wir mal auf die Suche nach ein paar Flusssteinen, hätte ich gesagt. Ja, ja, los geht's. Also einen hätte ich gefunden. Der da, oder? Probier nochmal. Jo? Der wird wahrscheinlich so zwischen 50 und 60 Kilo ungefähr haben. 60 Kilo ungefähr? Darfst du? Oder 50 vielleicht. 50, gell? Ja. Circa 50. Ja. Da hinten habe ich so richtig ein fettes Wort drum entdeckt. Okay. Aber schauen wir mal. Der ist noch ziemlich dreckig, aber das scheiß drauf. Ja. Was machst du so eigentlich, wenn du draußen bist, so zu aufwärmen? Zum Aufwärmen, ja. Verschiedene Körpergewichtsübungen, Liegestütz, dann Kniebeugen. Dann mache ich noch solche Hip Airplanes. Das geht eben so, dass man so am Fuß steht. Und dann die Füße von außen rotiert. Das wärmt dann den ganzen Bereich da auf und auch die Rückseite von den Oberschenkeln. Und natürlich Arme kreisen, einfach ein bisschen Blut in den Körper pumpen. Und dann taste ich mich so langsam voran. Erst suche ich mir kleinere Steine und dann geht es die ganz großen. Aber schauen wir mal, was da so heute immer liegt. Dann schauen wir, wie geil das umscheint. Ja? Ich glaube nicht, wenn ich der eine schein, nur geht schon. Herrlich. So Mr. Miyagi-Style, ne? Also leicht bergauf und schwieriger. Oder du kannst einfach noch nicht richtig gut Balance halten, kann auch sein. Hab ich schon. Da liegt der fetter, der liegt wahrscheinlich nicht mehr. Der Stein da. Ich glaube, der wäre noch ein bisschen zu schwer, oder? Ja, vor allem für den Untergrund, gell? Ja, vor allem, das ist alles nass, das lassen wir. Na gut, jetzt haben wir so einigermaßen warm, dann starten wir mal mit diesem Drum da drüben. Jawohl, ich begleite dich. Jetzt sind wir mal ehrlich, Leute, gell? Immer noch Homeworkouts machen ist echt scheiße. Ja, geh raus in die Natur. Genießt es. So. Wollen wir die Homeworkouts eh keiner mehr sehen? Ja, die Homeworkouts möchte eh keiner mehr anschauen. Das ist. Das glaube ich gern. Motiviert ist trotzdem mit anderen Leuten auch was machen, natürlich, gell? Ja, sicher, immer klar, du musst irgendwie auf dein Training auch kümmern, gell? Ja, klar. Aber das ist einfach eine gelungene, inspirierende Abwechslung. Und vor allem an der frischen Luft ist einfach viel cooler. Ja, frische Luft echt viel besser. Ja. Oh, jawohl! Stein geschafft. Ich muss sagen, es war ziemlich schwer, die Balance zu halten auf diesem Stein im Untergrund. Aber. War schwer, die Balance zu halten? Ja. Also das Problem ist nämlich, wenn man den Stein hochhebt und auf die Steine da oben steht, irgendwann einmal rutscht er so nach hinten weg. Aber es ist gut.
Eine gute Challenge. Du darfst entscheiden, was für einen gehen wir da als nächstes an. Ja, ich weiß nicht. Du hast gesagt, du hast da hinten eins gesehen, oder? Ja. Aber der ist groß und fett. Ein Friseurtermin wäre auch mal wieder fällig bei dir, gell? Wie denn? Der war schon vorige Woche fällig gewesen, aber irgendwie wird das momentan nichts. Ja, schaffst du schon. Mann. Ich lass schon. Die Gefahr bei naturalen Steinen hochzuheben bzw. zu schultern, ist nur nicht, dass du die Zehen aushaust oder die Nippel abbrennst. Ja, oder den Ohr. Du hast schon mal beim Ohr Stimmt, verletzt, auch schon. Ja. Aber nicht. Ich gehe lieber in Sicherheitsabstand, bevor ich irgendeinen Stein gegen mein Bein geklischt bekomme. Geklischt? Jawohl, komm! Und? Auf, jawohl! Geht doch! Ja, geht! Sah voll easy aus! War gemein so schwer wie gedacht. Ich glaube, so gewichtsmäßig sind wir ungefähr bei 80-90 Kilo. Ja, der war schon gut. Und dreckig. Nächsten. Die Suche geht weiter. Warum machst du sowas eigentlich? Also, was inspiriert dich eigentlich, sowas auf so einem freien Tag zum Beispiel zu machen? Naja. Schwere Frage. Was inspiriert mich dazu? Ich habe einfach einen extremen Bewegungsdrang. Und an so einem herrlichen Tag wie heute geht man gern raus. Und da ich gern schwere Objekte stemme und da viele schwere Steine nochmal liegen, bietet sich das an, das zu machen. Und vor allem mache ich ja Strongman. Und da ist das zum Beispiel auch eine Disziplin für die anderen Classics. Naturale Steine vom Boden hochzuheben, zu schultern, kurz zu balancieren und dann wieder abzuwerfen. Deswegen kann man es gut üben. Er hat eins gesichtet. Gewichtsmäßig ist der nicht so schwer. Aber die Form, gell? Aber die Form. Die Form ist anders, deswegen wieder eine andere Art von Heben, gell? Mhm. Und vor allem ist es nicht nur so schwer, weil der Stein so viel wiegt, sondern weil es auch wirklich schwer ist, den richtig auszubalancieren. Du musst genau wissen, wie du ihn anpackst, ohne dass er aus der Hand rollt. Und das ist eher der Trick daran. Weil vom Gewicht her ist es jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, das mit den Zähnen und mit den Nippeln ist ernst gemeint. Gar nicht so ohne. Jawohl. Ich kann mir das nicht glauben, das ist immer so leicht. Nicht reden, konzentrieren. Und drauf. Jawohl. So. Das nächste Opfer. Ich glaube, Mutter Natur bietet nicht viel mehr, oder? Nein, nur diesen ganz fetten Stein da oben. Aber der ist aber da ist zu viel im Wasser drin. Ja. Wie gern wärst du jetzt im Wasser? Auf einer Skala von 1 bis 10? Mhm. 10. Glaube da. Ich liebe einige von euch haben ja wahrscheinlich schon die Videos von mir gesehen auf Instagram und auf Facebook, wo ich im Eiswasser bad. Und das ist nicht nur für Social Media Plattformen, sondern das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Und das ist richtig geil. Er liebt es, ja, wirklich. Mich hat er noch nicht überzeugt. Er will immer noch mit die Wechselduschen. Genau. Jetzt reicht mir eine kalte Dusche daheim für mindestens 5 Sekunden, wenn dann überhaupt. Ja, das ist entfernt.
Soll ich noch ein paar Mal den machen? Ja, sonst gehen wir zurück zu Leder. Mhm. Ich glaube, das war der schwerste. Dann bleiben wir nochmal bei dem. Passt. Deswegen, der landet immer anders und dann ist es von Mal zu Mal eine neue Challenge, den hochzukriegen. Das kann man jetzt auch voll verstehen. Wir reagieren einfach nicht drauf. Go, 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 go! Jawohl! Ah. Jetzt wurde ich abgeschossen. Sicherheit, Abstand. Der erste Satz beendet. Zufrieden dabei? So Leute, hiermit waren wir am Ende von diesem wundervollen Outdoor-Workout angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch ein bisschen angeregt, ein bisschen was anders zu machen, nicht immer nur Home-Workouts, weil das macht auf Dauer auch keinen Spaß. Ich habe mir gedacht, ich werde in der nächsten Zeit wirklich jeden zweiten, dritten Tag ein Video hochladen und werde ich die Grundübungen erklären, so wie über Kopf drücken, vorgebeugtes Rudern und noch viele weitere, alles von zu Hause aus, damit ihr nicht so lange auf meinen Content warten müsst. Und ehrlich gesagt, machen wir das Beste aus der nächsten Zeit. Ja, man kann nicht im Fitnesscenter trainieren, man kann trotzdem kreativ sein, wie man sieht. Probiert wirklich dieses Stahnworkout aus, diese Flussstahne zu liften und glaubt mir, das fährt echt ein. Ist ein gutes Training und ihr werdet dann auch richtige Spatzen haben. Macht es gut, bleibt stark, bis zum nächsten Mal, euer Strongman Hachi und puh!